Hast du zufällig ein paar Skins, die du nicht mehr brauchst? My name is Jeff. It's your boy, Skin Baron. Juhu, Trade Link. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Giveaway. Es gibt von den Skinbarönchen ein richtig leckeres Flipknife Lore NFT. Sieht leckig, schmeckig aus, ich weiß. Und wie man daran kommt, erkläre ich euch jetzt, es ist easy peasy. Dieses Giveaway findet in den Livestreams auf Twitch statt. Also Nummer 1, kommt in die Streams. Die sind dreimal die Woche, die haben feste Zeiten. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wenn ihr auf meinen Twitch-Kanal geht, der Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar, dann seht ihr auch immer hier, wenn ich offline bin, die Streamzeiten, damit ihr sie nicht verpassen könnt. Für die ganz Doofen gibt es aber auch einen Countdown unter dem Livestream, dann müsst ihr nur hin und her scrollen und den seht ihr hier. Ja. Noch 15 Stunden, 51 Minuten und 49 Sekunden bis zum nächsten Stream. In meinen Livestreams gibt es eine Währung und zwar die Bubble Dollar. Die sammelt man komplett kostenlos, wenn man einfach den Stream schaut. Also Stream einschalten und schon sammelt ihr die Bubble Dollar von ganz alleine. Mit Ausrufezeichen Cash könnt ihr übrigens nachschauen, wie viel ihr schon habt. Wenn man aktiv im Chat ist, bekommt man einen Bonus auf die Bubble Dollar obendrauf und wenn man ein Abonnement besitzt, also selbst gekauft oder geschenkt bekommen oder auch über Prime reingedödelt, dann bekommt man das Doppelte nochmal obendrauf. Aber ich sag's auch hier direkt, man muss nicht Abonnent sein, um hier mitmachen zu können. Es geht auch komplett ohne. Dieses Knife Giveaway auf Twitch ist jetzt 3 Wochen aktiv. Das bedeutet, ihr könnt jetzt in diesen 3 Wochen, so oft natürlich wie möglich, wie es für euch eben passt auch, in die Streams kommen, Bubble Dollar sammeln und immer, wenn ihr die volle Summe habt, die ihr einmal braucht, um reinzuentern, und zwar 3.333 Bubble Dollar, dann gebt ihr einfach den Befehl dafür ein. Den Befehl erfahrt ihr dann im Stream und wenn ihr Fragen dazu habt oder zu sonstigen anderen Dingen habt, einfach im Stream live stellen. Die Mods sind am Start für euch. Ich greife auch ständig Dinge aus dem Chat auf und erkläre die halt nochmal das 100. Mal, weil mir es nichts ausmacht. Also von daher, wenn ihr Probleme oder irgendwelche Fragen habt, einfach rankommen und dann wird das geklärt. Bis zum 30.06. ist dieses Giveaway offen. Also man kann, bis der Stream am 30.06. geendet hat, noch Bubble Dollar sammeln, also einfach im Stream sein und wenn man genug hat, eben für das Knife reinentern. So heißt das bei uns. Der Befehl ist halt meistens Ausrufezeichen, Enter, Leerzeichen und dann irgendeine Zahl hinten dran. Darum sagen wir reinentern dazu. Und das reinentern bedeutet, man sagt dem Bot, hey, ich möchte jetzt auch meine Chance für dieses Knife nutzen. Hier sind meine 3.333 Bubble Dollar, bla bla bla. Und schon steht man auf der Liste. Man kauft sich praktisch in diese Liste rein mit unserer imaginären Währung, den Bubble Dollar. Und ich erwähne hier nochmal, die bekommt man, wie gesagt, nur wenn man im Stream ist. Die kriegt man anderweitig nicht, und auch nur wenn der Stream live ist natürlich. Wir haben 3 feste Tage die Woche, ich habe die Zeiten vorhin gesagt. Diese Woche gibt es aber eine kleine Abwandlung und zwar wird der Freitagsstream, also der jetzt vom 12.06. etwas später anfangen als 22 Uhr. Ich weiß noch nicht genau wann, ich bin eingeladen und weiß nicht genau, wie lange die Geschichte geht, wo ich eingeladen bin. Darum, ja, kann ich es noch nicht genau sagen, aber ich werde auf jeden Fall dann nachts noch den Stream anmachen, dass ihr schön Bubble Dollar sammeln könnt. Das ist klar. Und ja, man kann also dementsprechend auch inaktiv Bubble Dollar sammeln. Natürlich freuen wir uns, wenn die Leute aktiv sind und dadurch so ein bisschen in die Community hineinfinden. Denn in den Streams spielen wir immer gemeinsam irgendwelche Spiele. Also Counter-Strike oder Pummelparty oder Golfit oder oh Gott, Minecraft haben wir schon gespielt, das ist aber schon ewig her, GTA und so weiter. Also zumindest an diesen 3 festen Tagen habe ich ausschließlich, oder ja, doch, ich habe eigentlich ausschließlich Multiplayer-Spiele, wo dann eben Zuschauer mitspielen können. Also kurzum, Viewer-Games haben wir ständig. Also spiele mit Zuschauern. Und Singleplayer-Games spiele ich dann, wenn überhaupt, mal in einem random Livestream. Dann mache ich einfach irgendwann den Stream an. Die Stream-Benachrichtigung, wann die Streams halt starten, falls man sich die Zeiten einfach ums Verrecken nicht merken kann, haue ich immer auf 3 Plattformen raus, eigentlich auf 4. Und zwar auf Steam selbst, in unserer Steam-Gruppe. Ist also ultimativ sweet, wenn man in der Steam-Gruppe ist, ne? Die Dummbabbler. Ist aber auch alles in der Beschreibung verlinkt. Auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube meistens auch hier auf diesem Kanal in diese Benachrichtigung. Die bekommt ihr aber nur, wenn ihr die Glocke angemacht habt, sonst seht ihr die Benachrichtigung nicht. Ja, das war es eigentlich soweit, ne? 3-mal die Woche feste Livestreams zu festen Zeiten. Bis auf diesen Freitag halt, aber sonst immer fest, außer ich werde überfahren. Ihr kommt in den Stream und sammelt automatisch die Bubble Dollar. Die Bubble Dollar werden gespeichert, also ihr behaltet auch euren Überschuss, den ihr nicht für das Giveaway benutzt, für die Zukunft. Was nämlich ganz, ganz wichtig vielleicht noch oben drauf ist, der Stream, so meinen zumindest manche, die bei diesen Giveaways an den Start kommen, ist nicht nur für das Giveaway da oder solange wie das Giveaway stattfindet, sondern die Streams sind immer da. In den Streams gibt es auch immer Giveaways, also in jedem Stream, zum Beispiel heute um 18 Uhr, gibt es auch wieder ein extra Giveaway neben dem Knife. Extra nochmal 4 Sachen mit 4 Gewinnern, also 2 Skins, ein Sticker, ein Graffiti. Und das machen wir in jedem Stream. Wir hauen also 3-mal die Woche immer 4 Dinge raus. Also insgesamt 12 Giveaways die Woche gibt es. In den Streams aber halt auch nur, ne? Die YouTube-Giveaways laufen separat. Ja, und diese Bubble Dollar habt ihr eben auch dafür.
am Start. Ne? Ihr könnt mit den Bubble dann auch wetten auf unsere Spiele. Ihr könnt damit auch gamblen gegen die Bank. Das ist so ein Minispiel. Ihr könnt euch auch bekämpfen im Chat und jemand anderem dann die Bubble Dollar praktisch streitig machen. Also man kann ziemlich viele lustige Sachen damit machen. Aber die meisten benutzen sie halt hauptsächlich für die Giveaways oder als Statussymbol, um zu zeigen, wie viel sie halt schon gesammelt haben. Es hat also auch, um das alles mal zusammenzufassen, einen Sinn und einen Nutzen, wenn man einfach länger da bleibt. Denn wenn dieses Knife-Giveaway fertig ist, dann kommt das nächste. Ne? Und dann wieder das nächste und dann wieder das nächste. Und wir haben eine kleine feine Regel, dass jemand, der gerade ganz frisch in Knife oder Handschuhe, also irgendwas ganz Großes, ich sag mal ne, über 50 oder 100 Euro, und das sind sogar 250 Dollar das Ding, wer sowas Großes gewinnt, kann dann erstmal 6 Monate lang nichts Großes mehr gewinnen. Bei den kleinen Giveaways kann er immer noch mitmachen, aber derjenige kann nicht einfach das nächste Knife gewinnen oder die nächsten paar Handschuhe, damit wir so eine kleine Rotation drin haben, dass nicht jemand 2 Knives absahnt, sondern mein Ziel ist es natürlich, dass alle aktiven Livestream-Zuschauer irgendwann mal was ganz Großes gewonnen haben. Ich meine, jeder Einzelne gewinnt irgendwann mal irgendwas, klar, weil ich ja so viele Giveaways in den Streams mache. Aber die ganz großen Sachen, da möchte ich natürlich auch gucken, dass die gut verteilt werden, eben auf die ganzen aktiven Zuschauer, auf die Community halt. Noch ganz kurz zu den Giveaways, die es in jedem Stream gibt. Da haben wir keine feste Zeit. Also man braucht nicht fragen, wann ist das Giveaway, weil wir da keine Antwort drauf geben. Weil derjenige vielleicht dann geht und einfach erst wieder zum Giveaway kommt, was ihm A, nichts bringt, weil er dann ja keine Bubble Dollar gesammelt hat dafür, ne? Also er kann gar nicht mitmachen. Und B, ist es natürlich räudig von demjenigen. Und darum nehmen wir den Leuten direkt die Chance und machen die Giveaways halt irgendwann. Und da hinzu kommt noch, ständig nach den Giveaways fragen, ist natürlich auch nicht so sweet. Wenn man Fragen zum Giveaway hat, wie was funktioniert, kein Ding. Aber wenn eine Person alle 5 Minuten fragt, wann ist das Giveaway, da war schon das Giveaway, dann ist das alles so ein bisschen krepelig. Ne? Vor allem antworten wir halt eigentlich immer mit dem gleichen Satz. Einfach aktiv im Stream zuschauen, dann bekommt man ja mit, was passiert. Ne? Also, fertig ist es. Gut, Leute, ich mache euch dann ready, denn jetzt ist gleich Livestream, Donnerstag, 18 Uhr. Da wird wieder ordentlich reingebrettert. Und wie gesagt, morgen. Bitte seid nicht direkt um 22 Uhr da, außer ich melde mich auf Twitter oder Steam und sage, ey yo, ich bin voll früh zu Hause. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Stream jetzt am Freitag erst um 11 oder 0 Uhr oder vielleicht sogar erst Samstagmorgen um 1 oder so beginnt, weil ich noch auf einer Feier bin und ich halt einfach nicht weiß, wie lange die geht. Und direkt an alle Neuen, keine Sorge, sowas passiert extrem selten. Also die ganzen aktiven Boys und Girls, die jetzt schon seit, ich glaube, ich stream seit 3 Jahren mit am Start sind, die wissen, dass ich wirklich ganz, ganz selten sowas mache. Also, dass ich sage, so, da kann ich halt einfach dann doch nicht streamen. Ich habe schon so viele Geburtstage und Feiern und alles mögliche abgesagt für die Streams. Aber ab und an gibt es eben dann doch ganz wichtige Ehrenpersonen in meinem Leben. Und da muss ich dann natürlich schon reinballern, das ist klar, ja. Jetzt aber, tuck, ne? Haut da rein. Bis gleich. Aber davor appreciaten wir noch die ultra nice Namen der höchst edlen Patreons. Bad Wolf, Sir Yakuza, Der Nana, GeForce, Minerswin und Seppel. Vielen, vielen Dank, Leute. Höchst edel, euch als Patreons mit am Start zu haben. Dankeschön.